Weiter geht's heute mit FIFA 23. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Match. Und zwar gegen Betis auswärts. Ich habe mehrere Angebote für ihn abgelehnt. Das heißt, er bleibt. Er ist für mich mein Allrounder auf der Position. Ja, alle Laien. Nein, ich will ihn aber nicht. Lass mich in Ruhe. Ja, ich könnte ihn auf Blocken setzen, ja. So, jetzt gibt's auch. Das kann OPT sein, ne? Ja. Andorra. Der wird, wie gesagt, im Sommer wechseln. Oh, jetzt kommt. Jetzt geht's gegen Dings. Also Meisterschaft muss im Moment warten. Wir haben nicht danach erstmal Chelsea. Das heißt, jetzt wird es in der Liga erstmal rotiert gegen Betis. Oh, wir können im Derby dann die Meisterschaft klar machen. Gegen Real Sociedad. Jetzt geht's bei Betis. Jetzt werden wir ein bisschen rotieren müssen. Weil Chelsea ist für mich wichtiger. So, Nunez. Den Vidal. Kepa auch raus. Ramiro rein. Alvarez darf heute mal auf die Position. Ja, ich habe jetzt via Libre ein bisschen außen vor gelassen. Deswegen wird der mal heute von Beginn an ran. Seid mal auf die rechte Seite. Dos Santos. Rodriguez auf die Muniain-Seite. Roche geht auf die Bank. Ja, damit passt das soweit erstmal. Dass wir doch mal ein bisschen rotieren. Weil, das wäre gut. Weil, wie gesagt, Chelsea ist wichtig. Chelsea ist ein ganz, ganz wichtiges Spiel. Also, diese Woche, wie gesagt, 5 Folgen FIFA. Am Ende dieses Spiels, heute könnten sie Meister sein. Ja, könnten. Dazu muss aber einiges passieren. Heute sind wir im Estadio Benito Villamarín zu Gast, wo es leider die ganze Zeit regnet. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Real Betis gegen Athletic Bilbao. Spannende Geschichte, Herr Wolf. Ich denke, beide sehen das als wichtige Aufgabe. Beide wollen überzeugen und beide wollen den Sieg. Ja, natürlich, klar, wollen wir den Sieg, die 3 Punkte. Und dann Chelsea schlagen und dann hoffentlich in dem Derby übermorgen den Titel klar machen. Geht Real Betis in dieses heutige Spiel. Oder? Übermorgen? Nee, Quatsch, am Sonntag. Offensiv, würde ich sagen. Auch wenn am sie Sonntag. Nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und übermorgen gibt's Formel 1. Breaking Point, vorletzte Kapitel. Eingeblendet. Die Aufstellung. Ja, heute ist Mittwoch. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgst. Und dann weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das liegt ein bisschen dran, wie unsere Online-Karriere weiterläuft. Weil danach soll auf jeden Fall noch mal eine Woche. Ja, danach doch, kommt Online-Karriere. Ja. Genau. Nee, warte mal, danach die Woche? Nee, danach weiß ich noch gar nicht, aber durchziehen. Liegt jetzt ein bisschen daran, wie
Markus Zeit hat im Zocken, im Online-Spielen. Ihr wisst schon, was ich meine. Passt schon irgendwo so ein bisschen. So, wie gesagt, heute dann fängt euch das unwichtige La Liga-Match. Ja, auch wenn es ein Matchball, wenn es vielleicht ein Matchballspiel ist, aber Kevin Rodriguez. Heute wahrscheinlich eher weniger. Aber wie gesagt, nee, morgen gibt es Chelsea und dann am Sonntag das wahrscheinlich entscheidende Match um die Meisterschaft. Oder das vielleicht entscheidende Match. Vencedor und Ruiz Silva. Jetzt kommt die Ecke. Gefahr bereinigt. Erste oder nächste Annäherung. Ganz energisch. Jetzt die Flanke. Auch der geht erstmal geklärt. Schiri, der hat Hand doch gespielt, war doch ein Handspiel oder nicht? Eigentlich muss ich jetzt nur noch die Nerven bewahren und dann ist die Meisterschaft eine klare Sache. Also ja, dem Vorsprung kann ich mir, wir haben 22 Punkte Vorsprung, das wird jetzt eh früher oder später der erste Titel werden. Aber danach ist halt Champions League und deswegen rotiere ich in der Liga auch durch. Und das wird auch in der Liga, in der, das wird dann auch passieren, wenn die Meisterschaft dicht ist. Und jetzt gibt es die große und es wird wahrscheinlich wieder kein zu Null Sieg. Oder? Henri. Und Remiro. Scheiße. Ja, ich sage ja, zu null wird es nicht geben. Auch wir wieder nicht. Lopez. 1-0 Betis. Dann geht das hier anders aus. Hier in der Wiederholung. Am Ende, wenn der Keeper springt, dann ist es klar. Maxim Lopez 1-0. Scheiße. Blöder Fehler da hinten in der Verteidigung. So, jetzt Rodriguez. Jetzt kann er mal ein bisschen mit Tempo angehen. Jetzt hat er den Ball. Auch nicht, nicht ganz. Vela Libre. Sie bringen den Ball in den Strafraum. Oh, misslungene Befreiung hier. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Schöne Aktion, Steilpass. Rodriguez! Oh, kein Tor. Ist doch nicht zu glauben. Na, den hätte er besser platzieren müssen. Die riesen Chance zum Ausgleich hier. Und wie schon beim Hinspiel gegen City, es droht eine Niederlage in der Liga vor dem Champions League Match. Angel Gomez. Auch gegen City haben wir rotiert, haben es auf die Fresse, haben es verloren. Ja, warum spielst du den nicht ein bisschen genauer? Das Silber. Da kommt die Hereingabe. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Und Vencedor! Da hält er diesen Ball. Die Ecke kommt rein. Den kann er blocken, sah gefährlich aus. Wir bringen den Ball raus nach dieser Ecke. Oh, Ballverlust. Der Ballbesitz spricht natürlich in dieser Begegnung. Nunez. Aber sie machen eben sehr viel aus ihrem Ballbesitz, spielen unheimlich effektiv. Sanchez! Ruiz Silva! Ganz sichere Parade. Ecke kommt. Da geht er hin zum Ball. Gut gemacht bei diesem Eckstoß. Angel Gomez. Das macht er sehr gut. Scheiße. Ja, ich dachte, den kriege ich da durch auf der Position. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Sie haben den Ball. Jetzt versuchen wir es mal ein bisschen mit. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Wenn's wieder nichts. Geht, dann wird's gefährlich. Vidal, nein, diesmal nicht. Das könnte es sein. Sehr gut gemacht, die Gefahr ist vorbei. Wieder nicht.
dem Vorteil aus diesem Fall. Nein, lass doch laufen! Lass doch den laufen, die haben doch den Ball verloren! Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Sie lassen den Ball da jetzt gut laufen. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Also der Ausgleich ist überfällig. Wir haben so viele Chancen. Der Gegner hatte gefühlt nur diesen einen Torschuss, jetzt diese Halbchance. Kurz vor Ende nochmal. Aber man führt. Betis führt 1-0. Es droht eine Niederlage. Kurz vor dem wichtigen Champions League Match. Der Ball rollt wieder. Mal sehen, wie sich dieses Spiel hier noch entwickelt. Aktuell ist Betis mit einem Tor. Nächsten Morgen gibt's Chelsea. Das ist das Problem an der Sache. Aber wie man sieht, die haben wir auch geschlagen, aber. Lopez, gut da zwischengegangen, der Torschütze. Das gibt Gelb-Rot. Das gibt Gelb-Rot. Also nochmal. Und damit fällt der definitiv. Fällt der in der Liga aus. Wenn er jetzt nicht. Ja, der sieht sogar glattrot. Der Gelb-Rot ist es. Nunes Gelb-Rot. Ich hätte auswechseln sollen zur Halbzeit. Ist es die richtige Entscheidung? Oh, Mann. Ich muss natürlich jetzt taktisch wechseln, das ist das Problem bei der Sache und das nervt mich gerade so ein bisschen. Vivian natürlich jetzt nochmal hinten rein in die Innenverteidigung. Das macht natürlich jetzt nicht einfacher, das Spiel, ey. Ja, klar, du musst einen Stürmer rausnehmen und jetzt trifft das Silber. Könnte was werden. Wunderbares Tor, da bringt er den Ball aus dieser Entfernung runter. Unfassbar. Maxim Lopez Doppelpack. Das ist der zweite Torschuss, den Betis eigentlich raus. Das Ding sah überhaupt nicht gefährlich aus, dachte der Keeper, der holt den ohne Probleme. Also entscheidend ist diese Ablage. Damit ziehen sie die Abwehr auf 29 Meter. Umorientieren. Und dann bringt er den Ball. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Und das tut natürlich extrem weh, weil es diese gelb-rote Karte. Es ist nicht so, dass wir raus sind aus dem Match. Wir sind ja drin eigentlich. Wir haben ja die Chancen. Wir hatten ja 7-2 Torschüsse allein in der ersten Halbzeit. Aber wie? Und dann müsstest du so eisekalt erwischt. Mann. Sie bekommen den Einwurf. Vor allem mit dieser roten Karte zusammen. Dieser gelb-roten. Gut aufgepasst. Die Flanke wurde abgeblockt. Kein Problem, den hat er. Ah, was ja. Wird er gegeben? Da freches steht auf dem Programm das Viertelfinal-Hinspiel der UEFA Champions League für Athletic Bilbao. Dann geht es auswärts gegen Chelsea. Und ich bin sicher, das ist eine Partie. Sie haben sich nicht aufgegeben und so. Was ist noch drin? Via Libre. 61. Spielminute. Zumindest mal den Anschluss. Und deswegen war der so wichtig. Hier dieser Ball, schön von Vencedor, Rodriguez und 1-2 Via Libre. Der Ball mal nach außen, Sanchez. Stramm abgezogen, aus der Entfernung eine bessere Chance bekommst du nicht mehr. Sie werden hier wechseln. Lopez. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Sie machen Druck. 20 Minuten haben wir auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ah, Mann! Da wird's gefährlich.
Das ist natürlich ein guter Pass. Das war natürlich jetzt blöder, der bitterer. Das war's. Achel 3-1 und ich vermute, das ist die Entscheidung. Es ist wieder wie gegen City. Dieses eine Niederlage vor der Champions League. Wenn der Pass durchgeht, dann steht er frei vom Keeper. Das ist die Chance jetzt. Den hält er natürlich. Den hält er natürlich. Ja, natürlich hält er den. Ball ist weg. Da bist du wieder so ein bisschen drin im Match, ey. Und dann machen sie. Aber die machen halt eisekalt ihre Tore. Die machen halt eisekalt ihre Tore, ihre Dinger. 2 Minuten sind hier noch zu spielen. Schönes Zuspiel. Er macht das Spiel schnell. Sanchez. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. 2-3. Vielleicht doch noch ein Punkt. Vielleicht doch noch irgendwie ein Pünktchen. Sag ja, vor dem 1-3, wenn der Pass durchgeht, läuft der frei auf den Keeper zu. Der Ball wird abgefangen und du kriegst ein Gegentor. Jetzt ist auch mal drin. Euer Sanchez, 4. Saisontor. 3-2 also. Da ist alles drin. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung, auch wenn wir nur noch 5 Minuten auf der Uhr haben. Sie drängen auf den Ausgleich, aber die Zeit läuft ihnen davon. Rodriguez. Ja, natürlich ist der Gegner da dran an der Position. Da passt der Klasse auf. Und wenn der Keeper den nicht hält, ist das Ding drin. Das war's. Das gibt eine 2-3 Auswärtsniederlage bei Betis. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Das war's. Das ist der Schluss für die 3. Saisonniederlage. Geholt, aber noch hat das nicht geklappt. Na, aber ich glaube, es gibt keinen Grund, sich entmutigen zu lassen. Das war ja nicht die letzte Chance. Nach wie vor sind alle Chancen da. Der Keeper, der nicht so klar wählt, dass er seine Dinger da, einige Dinger rausgehauen. Wer ist vielleicht drin gewesen? Alles versuchen. Klar, der Knackpunkt war die rote Karte, aber wie gesagt, auch die Situation von dem 1-3. Wenn der Ball, wie gesagt, durchkommt, steht er frei auf dem Keeper, kann ja wahrscheinlich sogar zum Ausgleich einschießen. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ja, es passiert. Wieder eine Niederlage, mit der nicht geplant war. Ärgert mich, das ärgert mich. Ich weiß, ich habe rotiert, aber es ärgert mich trotzdem. Es ärgert mich trotzdem, weil es wieder so eine unnötige Kacke war. Ja. Gut. Ist halt so jetzt. Nächster Gegner, wie gesagt, Chelsea. Wir reisen an die Stamford Bridge und versuchen hier das Hinspiel, ein gutes Hinspielergebnis zu erzielen. Und da freue ich mich drauf, wenn ihr dann morgen wieder am Start seid. Bis dahin. Tschüss.